Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Session Dr. Pöks spielt Death Knights of Kryn. Wir sind ja jetzt hier in Wingard erstmal fürs Erste fertig. Und, ja, geht ja nicht. Und gehen jetzt erstmal zum High Clavis Tower, wo wir ja hin sollten. Weil da ja ein Angriff von Lords bevorstehen soll, wie uns der gute Estmoor erzählt hat. After mentioning the attack, you are summoned to meet one of the Council of Knights. Aha. Dann schauen wir mal. White-haired Knight greets you. Welcome. Please sit down and explain to me this threat. You proceed to do so. I see. I do not mean to dispute your honest concerns, but the High Clarence Tower was never fall into an assault. Our scouts have noted no siege equipment or large forces in the vicinity. Still, to allay your suspicions, we shall take a tour of the crypts. If nothing else, we can admire their workmanship. He leads you deep into the tower. Ja, jetzt kommt ein etwas nerviger Teil. Aber erstmal passiert noch was. Descending into the crypts reveals a scene of pandemonium. Undead have overrun this vault. A lone knight holds out valiantly, but may soon be overcome. The rear rank of undead turn their attention to you. The council knight with you shouts, "We must survive to give warning. Have at them." So. Das Problem ist, was diesen Teil des Spiels unglaublich langweilig macht und langwierig vor allem. Also eigentlich beides. Wir treffen ungefähr 100 Mal diese Gruppe. Also so eine Gruppe, bestehend aus Whites, die wir wunderbar turnen können, und aus Skeletal Warriors, die wir nicht turnen können. Die ja auch noch bekanntermaßen relativ gut zuschlagen, viele Hitpoints haben und selber von scharfen Waffen wie Schwertern nur halben Schaden nehmen oder minimalen Schaden nehmen. Das heißt, das Ganze dauert ziemlich lange. Das Blöde ist, es gibt einen Zauber, mit dem man sie dispellen kann. Das ist Dispel Evil. Da muss man sie allerdings dann, den zaubert man auf sich selbst und dann muss man sie allerdings noch treffen und dann müssen sie irgendwie ihren Rettungswurf nicht schaffen oder so ein Kram. Das Problem ist, dass ich den nur einmal habe, weil der ist Level 5 oder Grad 5 und nur Krysania ist in der Lage, den zu zaubern. Den muss ich auch noch memorieren, fällt mir ein. Gute Fall from Grace ist noch nicht so weit, da fehlen noch zwei Level dahin und das werde ich definitiv nicht mehr schaffen. Der ist ja auch nun Dreifachklasse, da dauert das ja auch alles länger. In dieser Situation wäre es echt ganz hilfreich, noch einen dritten Cleric zu haben. Am besten noch einen, entweder einen, also irgendwie irgendwas Fighter-Cleric-mäßiges. Aber das ist auch die einzige Stelle, finde ich. Also, oder beziehungsweise in diesem Spiel mag es ganz sinnvoll erscheinen, aber das ist auch das Einzige, wo der sinnvoll ist. Ansonsten bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nur zwei Clerics habe. Aber wie gesagt, das macht das so ein bisschen langwierig, weil man die an denen sehr lange rumhackt. Und ich halt nur einen habe, der sie theoretisch mit einem Schlag killen kann. Und da das auch noch mein Cleric Mage ist, ist auch nicht unbedingt gesagt, dass sie trifft, was sie halt machen muss, damit das Ganze funktioniert. Aber gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an und hauen hier fröhlich drauf. Und ich sehe schon, ich habe ja immer noch. Könnte ja schon mal. Moment, Moment, Moment. Ja, du behältst mal dein Longsword, weil mit deiner Mace kannst du nicht backstabben. Aber meine anderen Fighter sollte ich mal mit einer Mace ausrüsten. Das wäre, glaube ich, clever. So, dann machen wir erstmal die Whites weg. Items. Longsword weg. Mace. Two-handed Sword. Nee. Oh, wie viel machst du mit 19? Das sind wären 10. Ja, ich glaube, das ist besser. Aber ein Schild hast du gar nicht, fällt mir gerade auf. Und du musst jetzt auch mal. Brauchst andere Waffen. Stäfsling kommt weg.
Flail und Shield. So. Arch. Komm, Manu, stirb schon. Dankeschön. Congratulations, Part Against Experience. You have hewn a path to the Lone Knight. The wave of undead has receded for the moment. The knight introduces himself. I'm Sir Durfee, and I'm glad of your help. He continues. Journal Entry 49. I've been a knight since early in life. I fought in a numerous battle against evil forces. One by one, each of my friends have died in battle or ambush. With Mertani's forces crushed, I came here to visit with my lost comrades. Alas, even in the heart of Solamnia's greatest fortress, I am besieged by evil. If I can't find peace, then I shall take the battle to them. Quickly now, for my friends' crypts are being desecrated. Onward into the eternal war. Na super. Okay, wir werden dann aufsteigen und... Wen haben wir? Oh Gott, das ist ein Level 12, wow. Okay. Alter. Oh, da ist es doch. Du kommst mal nach vorne. Magic Memorize. Wow. Pum 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 pum. Memorize. So. Nee, du kannst noch kein Level 5, du aber. Da müssen wir aber erstmal den Critical Wounds leider loswerden. Um jetzt Exit. Wo ist er? Da ist er. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir es mal an. The crypts have been torn open and the bodies carried off. Undead swarm towards you. Brian the Fist leads Durfee, der ist 4 Stufen höher. Okay, okay. Ich beklag mich nicht. Okay. Bringt ja alles nix. So, dich fangen wir schon mal los. Brauchen wir den noch nicht?
das ist echt langweilig. Die werden wir, also ich weiß schon, bestimmt 20 Mal gegen die kämpfen müssen. Das ist, das hat mich immer sehr, sehr genervt. Dankeschön. So, Encamp, fix. Gut, weiter geht's. Terrific Rolls, these undead know the precise layout of the crypts. They started in the tombs of our greatest knights. I fear that treachery is involved. Uh-huh. Before you can advance further, another horde descends upon you. Na gut, die beiden, die kriegen wir ja noch so kaputt. Kriegst du nicht mal beide? Es ist da nicht zu fassen, ey. Jetzt nicht alle, das dauert mir zu lange. Ach, da bist du. Ich fange mal los. Ach so, dem müsste ich auch mal eine Dings geben, fällt mir gerade ein. Eine Mace. Und dann kämpfst du mal damit. These creatures seem to be without number. Still, they cannot stand against Solemnic Might. They sight the bodies they were pulling from the crypts. More approach from behind. Okay, ich schneide mal kurz das Video. Bis gleich.